Guten Tag, ich heiße Sie herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem nächsten Video Watch Dogs ist das hier, glaube ich. So, wir waren stehen geblieben bei der Eismission, Sprengstoff, pau pau, ihr wisst schon. Ich laber gar nicht weiter, es geht direkt los hier, direkt Einstieg. Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Sag ich ja, ich bring die Jungs mit. Oh, ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ding und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Es ist... Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Hä? Sie haftet. Cool, oder? Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. John. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Das ist so. Das ist so unendlich geil, der Typ. Es ist so geil. Oh Mann. Ah. Ja. Also, wir sind noch. Ah, nein! Nein! Dün, 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 dün. Wir gehen einen Schritt zur Seite und dann macht es Boom. Ja. Ich liebe der Jordi, Alter. Meine Fresse, ich finde das so extrem. Ich mag den Typen. Oh, es ist gerade eine Mission, oder was? Na, ja, nehmen wir hier den Bumblebee-Verschnitt. Ey, habt ihr mal den neuen Bumblebee gesehen? Oh, sitzt der mich zu hier. Der neue Bumblebee. Ah, oh, das haben die noch aus den geilen Camaro gemacht. Ich weiß auch nicht. Sienna Brick Factory. Da wollen Irex Männer Bedbug umlegen. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Autsch. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Karte. Irek wird davon hören, Bedbugs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch.
Da haben wir was! Pierce, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Mehr Reifenspuren. Die Autos kommen von beiden Seiten. Go! Reifenspuren. Da muss jemand regelmäßig parken. Ich habe noch Zeit. Und hier laufen dann die Deals. Was? Oh, das ist doch so, das regt ihn so auf die Scheiße. Reifenspuren hier vorne. Ich habe noch Zeit. Wir brauchen jetzt noch ein SUV hier, USW-Fahrer oder was auch immer. So, jetzt haben wir wieder zwei. Ich guck mal hier noch einen. Und hier. Shit. Ich hab keinen Aussichtspunkt. Was macht der denn so schwach? Dü-dü-dü. Was ist denn das für eine Scheißmusik eigentlich? Genau.
Was ein Fehl! Aber Alter, es gehört dazu. Es war mir von vornherein klar, dass es uns zusammen in die Luft bombt. Okay, es war auf jeden Fall nicht klug von mir geplant. Diesmal machen wir es besser. Oh, jetzt habe ich schon noch eine Minute. Da immer hier hin. Reifenspuren. Und dann. Weiter, weiter, weiter. Und hier vorne noch. So, sollte reichen. Ich gehe jetzt hier hoch. Ich habe noch Zeit. Oh, was ist denn das jetzt? Oh, ey! Spiel manchmal! Spiel, ey! Reifenspuren. So. Da muss jemand regelmäßig parken. Ja, gleich kommen die Mongos hier durchs Tor. Und dann geht's. Badum. Oh nein. Du gehst da rein und du findest ihn auch. Pass auf, wie? Hat dich entdeckt? Wieso das denn? Sensationelles Scheitern. Ey, jetzt aber auf jeden Fall. Ey. Yes, yes. Hier immerhin. Hier immerhin. Da immerhin. Und wir legen mal noch ins. Ich hab noch Zeit. Dahin. So, na, ne, die ist scheiße, das ist scheiße. Hierhin. Wo kann ich mich denn jetzt am besten hinstellen? Zwei Auswege. In die Kiste oder in den Knast.
Mann, das entschädigt für alles. Das gefällt mir sogar plötzlich die Musik. Hallo? Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Wo bist du, sich? Der entkommt mir noch. Dann spricht er mit Iraq. Und Bedbug wäre so gut wie tot. Boah. Oh, es gibt mir was, wo ich rammen kann. Auf jeden Fall nicht das schwule Muppet. Oh. Verfolgungsjagd-Nase, ey. Aber es sieht geil aus, wenn man der Verfolger ist. Scheiße! Ah, dann fährt dieses Klo nicht los! Diese Ostbude hier! So. Wow! Scheiße! Oh, das war ja natürlich jetzt. Oh nein! Was schief laufen kann, läuft heute schief! Oh, was da? Aber, irgendwie, aber weg ist er nicht? Warum nicht? So, meine Freunde, ich hoffe, ich komme jetzt hier relativ schnell hoch, um dir deinen Arsch zu versohlen. Sieht doch gut aus. Ah, oh, Scheiße. Mann. Ach, guckt mal, jetzt guckt euch das mal an, warum der nicht weiterkam. Wie geil ist das denn? Ich hab den hier vorne. Oh Gott, ey, ich geh kaputt. Sehr geil, sehr geil. Scheiße. Vom Weizen, vom Allerweizen, ey. Ich brauche mehr Munition. Ich muss mal eine Waffe haben. Oh, was läuft denn hier einfach über die Straße, Alter? So, man könnte auch mal schlau sein und sich die ganze Kacke markieren, ja? Und los geht's. Ah, meine Fresse, ey. Was eine Folge, oder? 8 Millionen Mal gescheitert. Und beim letzten Scheiter denkt man, fuck. Und dann steht der Mongo da. An dem Zaun. An der Mauer, meine ich. Und kommt nicht raus. Ah, nur geil. Geht mir gut rein. Ich liebe den Scheiß. Verpiss dich. Du auch. Und du.
Ja, wenn man die Bremse nicht benutzen will, fährt man einfach in der Karre irgendwie rein. Was läuft der auch auf dem Fußweg, ey? Ballett die Scheiße und oben auf immer muss sie beschatten. Ey, aber der Missionseinstieg ist natürlich auch okay. Ey Mann, wir treffen uns hinten, dann erzähle ich's dir. Ah, ist mal schön markiert. Der gehört in die Klapsmühle. Sagt er zu mir, weil ich mich hier verstecke, oder was? Wo sind die Wichser? Hallo? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bad Bug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Steht da erstmal mit der Waffe da, mitten in der Öffentlichkeit und was ist? Jemand ist hinter mir her. Pass auf, alle sind tot. Du musst mich hier rausbringen. Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Das sind Gespenster. Nein, wartet! Scheiße! Ja, Sentry. Und Irex Anteil. Nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich? Nein, und anscheinend vertraut er knapp Irex. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist. In Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann. Irex bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Am Sack! Den haben wir voll am Sack! Oh, herrlich! Was war das für eine Folge heute? Dich mal verpissen mit deiner Scheiß-Wichsbude! Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf! Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte, die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. Nur eine Einladung haben wir, die nennt sich Bleikugel. Wie ist das gelaufen? Hast du einen Weg in Irex Gebäude gefunden? Ja, Badbug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Irex trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Badbug sagt, Irex fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Irex Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte.
Ich schick dir den Standort des Koffers. So, wir haben das Gespräch, sagen wir mal, schön ein paar schwarze Striche gemacht. So, ihr fahrt so nochmal in den Waffenladen ganz fix unterwegs. Kommen wir da irgendwo vorbei hier? Waffen. Bin ich da oben, Alter? Boah. Nix in der Nähe. Dorf geschissen. Fahren wir jetzt noch hin. Holen uns mal noch ein bisschen Munition. Ich weiß. Granatwerfer ist einfach mega geil. Willkommen zurück bei Power Profiles. Heute das Porträt von Lucky Quinn. Woo! Der Geschichte von Chicago erkannte Lucky Quinn recht bald, wo das große Geld steckt. Ich kannte sogenannte Mafiosi, ja. Sogar mehrere von ihnen. Und ja, ich hatte auch hier und da Ärger. Der charakterische Junge nicht. Und diese Rebellion führte dazu, dass er oft mit dem Gesetz in Konflikt kam. Wissen Sie, woher mein Spitzname stammt? Ein junger Mann in Chicago. Gesprengten Gewerkschaftssitzungen. Das taten wir damals recht oft. Weil wieso kommt das schon wieder im Radio? Es kam doch schon mal. Hey, so piss dich! Alle Lernkreiter zielte auf mich und drückte ab. Wieder und wieder. Und ich in Frieden erschoss ihn. Eine der Kugeln streifte mein Ohr und all meine Begleiter starb. So, wir decken uns jetzt noch ein, damit wir das nächste Mal ordentlich richtig schön. Wieso ist denn das voll? Suchst du was Bestimmtes? Wieso ist denn das voll? Ja. Das ist jetzt natürlich komisch. Vielen Dank. Ich muss mal kurz hier in den Hinterhof gehen, bevor alle wieder schreien. Aber wir waren doch tatsächlich wieder volle Muni da. Gleich mal an dem da ausprobieren. Eine kleine Explosion zum Abschluss, aber ja! Ah, da rennt noch! Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Ah. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS-Scan nach Flüchtigen. Oh Gott, nur die Nuckelpinne hat überlebt. Hier Leitstelle. Das CDOS hat Verdächtigen lokalisiert. Naja. An alle. Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen. Vor allem, wie kommen wir denn hier raus? Ah. Wow. Versuch ihn zu drehen. Hast dich aber gut gedreht. Aber piss dich. Oh, die Karre kann nix. Was hab ich mir hier noch eingehandelt? Ich wollte nur ein bisschen Rambazamba. Scheiße. Aber okay. Wir kriegen das schon hin. Stehen bleiben, ich wiederhole, sofort stehen bleiben! Mich hast du mich! Wir haben ihn! Stopp, sofort! Tja, ohne euch! Scheiße. Wahnsinn. So. Gott. Nächstes Mal geht's weiter. Granatwerfer Muni ist wieder voll. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer jetzt. Da jetzt macht nichts Schweinisches, wascht euch die Hände. Und
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es ja Spaß gemacht. Haut rein.